Und willkommen zurück, es geht wieder weiter und diesmal machen wir jetzt die Briten, weil davor hatten wir jetzt die Russen und ein paar Mal die Deutschen gehabt und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wen ich lieber spiele. An sich eigentlich Deutschland, weil es Deutschland ist, andererseits Russland, weil die geilen Raketen haben und cool wendig sind und die Briten, ich glaube, ja gut, die Hurricane, das war glaube ich die Bewaffnung bei denen, ja. Fangen wir mit der ersten Hurricane an. Für den Trash, so auf die Art. Die hier ist ja auch noch an sich wendig. Sie ist in Ordnung. Fliegen wir mal mit ihr in die Höhe. Gegen Bombe haben wir nicht sehr viele Chancen. Allerdings sind die Bomber jetzt noch nicht so gut wie später. Das nutzen wir aus. Aber jetzt sind wir gerade in so einem kleinen Luftloch. Wir müssen jetzt wieder zum nächsten Nebel kommen, weil der Nebel ist sehr gut. Und mir fällt gerade auch wieder ein, wann ich das letzte Mal War Thunder gespielt habe. Also das letzte Mal seit heute. Es war also meine letzte Aufnahme, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals John Sinclair CDs gehört habe. Oder allgemein John Sinclair. Findet man auch auf YouTube. Richtig geil, macht richtig schöne Gruseldinger. Und fliege ich auch gerade? Ja, ich fliege gerade. Die BF-109 geht auch noch auf die. Na, der fliegt jetzt runter. Na, zumindest einmal getroffen. Wir sollten die SPD nicht so lange. SPD hat dummer hartes Peter vor. die SPD nicht so weit vorkommen lassen. Okay. Ich schieße hier mit Popcorn. Das heißt, ich muss erstmal vorkommen. Du hast mir damit einen gefallen, Junge. Ist das jetzt die gute Tat deines Tages? Also ich bedanke mich, ehrlich gesagt, für deine Doofheit. Oh. Flügel wurde getroffen. Und er bedankt sich für meine. Aber so leicht mache ich sie nicht. Ah. Wenn du einen Kill willst, dann musst du ihn dir verdienen. Auch mit einem schwarzen Flügel kann ich kämpfen. Jetzt nicht mehr. Nachdem mein Pilot gestorben ist. Weil ich hatte es ja bereits schon geschafft. Siehe Aufnahme. Ja, mit zwei schwarzen Flügeln noch durch das komplette Schlachtfeld noch einen erledigen und danach landen, ja. Also offener Kampf und danach noch gelandet. Und wir haben hier Raketen. Sechs Stück wieder. Und die nutzen wir wieder. Sind deswegen halt wieder etwas unwendiger. Hä, ich gucke in den Himmel und da ist sicher Zerstörer. Ach so, der Titelzerstörer. Ich dachte schon, man sucht ein Schiff im Himmel. Hab ich schon gedacht, hallo? Dafür haben wir jetzt eine P40 und eine A6M2, die jetzt halt Jagd machen. Beziehungsweise fliegt er direkt auf mich zu. Ach, ich fliege ja genau in meine Höhe. Eine zweite hin. Ah, da ist er. So, Pilot ist draußen. Sehr gut.
Vielleicht gibt's ja Ex bei Ex. Oh Gott, von Japaner. Ja gut, ich mag Japaner, deswegen sage ich jetzt nichts. Wir machen jetzt aber weiter mit der Buford. Das war ein Jäger, soweit ich weiß. Nein, ist er nicht. Er ist ein Bomber. Mit 4 Bomben. Ist ja klasse. Ach, der, der uns das letzte Mal erledigt hat. Mann, wie viele Leute da vorne drin hocken. Oh, Swordfish. Das ist einer der leichtesten. Na gut, wir sind ja auch im Level 1, Level 2. Der hier ist auch ein ziemlich großes, ja, Fressen. Ja. Von dem möchte ich nicht sterben. Das wäre mir ein wenig zu peinlich. Und ja. Mal gucken. Das sind aber Zerstörer. Da gehen wir doch mal dorthin. So. Der schaltet gerade die Zerstörer aus. Ich helfe ihm ein wenig dabei. Will ihn ja nicht alle alleine überlassen. Sprengmeister. Dass jetzt hier alle solche Titel haben, die gab es damals noch nicht. Champion, Zerstörer, na gut, Pilot, ganz normal. Wahrscheinlich. Rammer. Gut, Rammer. Okay, das kann ich da eigentlich noch abreißen. Also. Oh. Ich muss jetzt tiefer fliegen. Geht nicht anders. Weil, dann sehe ich nämlich die Schiffe nicht. Oh, ich hoffe, da ist kein Berg. Ist da ein Berg? Oh, da könnte ein Berg sein. Na gut. Wenn einer dort ist, macht's rum. Oh, er hat schon alle ausgeschaltet. So, vom Gas runter. Nicht so wendig, wie ich möchte. Ja, mit 4 Bomben, 2 Ziele. Auf diese Art ist in Ordnung. Nachladezeit 44 Sekunden. Und kein Gegner in Sicht. Das heißt, machbar. Es gibt extra Punkte. Ach ja, das ist schon nervig, dass die vorne kein Geschütz haben. Warum die vorne kein Geschütz haben? Okay, es sind Bomber. Und wenn dann kommt. Oh, wir haben gewonnen. Ja, zumindest konnten wir jetzt noch 2 Sachen runterholen. Gott sei Dank. Sonst haben wir ja nicht viel erreicht. Na gut, 2 Flugzeuge, 2 Bodeneinheiten. Eigentlich schon, trotzdem. So, kaufen. Und eine neue MG, bitteschön. Haben wir auch bekommen, kaufen. Ja, dann hätte ich gerne eine neue Abdeckung, damit die Flügel nicht gleich wieder kaputt gehen. Und, ja. Oh. Doch eine 83k, habe ich genug. Ach, das wird sogar aufgerechnet. Interessant. Ja. Oh, da waren noch einige Gruppen. Sehr viele Gruppen bei uns. Bei den Gegnern auch. Wow. Ja, das war's wieder. Oh, da, ach ja, jetzt geht's los. Gut, kaufen. Und für uns eine neue Kanone. Brauchen auf jeden Fall viel mehr Schaden. Kanzel. Ja, damit. Jo, das war's von heute. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.